Hallo und herzlich willkommen. Zuerst einmal recht herzlichen Glückwunsch zu eurer Verlobung. Ihr plant nun einen der wichtigsten Tage in eurem gemeinsamen Leben. Und nun taucht auf einmal die Frage auf, brauchen wir eigentlich einen Hochzeitsfilm? Die Frage ist total berechtigt, weil ihr jetzt im Film sehen werdet, dass ganz viele Paare in so einen Film investieren und viele andere wiederum überlassen das eher jemanden von der Familie. Was ich mir wünsche mit diesem Kurzfilm, ist, dass ich euch zum einen Fragen beantworte, die ihr vielleicht habt, aber euch auch zur gleichen Zeit zeige, dass professionell Filmen auch ganz unauffällig und dezent sein kann. Und ich betone das mit so großer Wichtigkeit, weil allein der Gedanke an Kameras und Technik schon so manche Braut etwas verunsichert. Und ich behaupte, dass meine Filme gerade deshalb so packend und gefühlvoll sind, weil weder das Paar noch die Gäste in dem Moment des Gefilmtwerdens die Kamera bemerken. Ich liebe es einfach unterzutauchen inmitten eurer Freunde und Gäste, um die echte Begeisterung, die Freude und den Spaß eben lebendig festzuhalten. Ich möchte noch einmal auf die Frage zurückkommen, ist so ein Film es überhaupt wert? Und das hängt ganz persönlich davon ab, wo eure persönlichen Werte liegen. Welchen Traum erhofft ihr, dass er mit eurer Hochzeit in Erfüllung geht? Ich sage das deshalb, denn ich habe in den letzten 20 Jahren über 700 Hochzeiten gefilmt, weit über 1000 Paare kennengelernt und jedes war einzigartig, hatte seine eigene Geschichte, hatte seine eigenen ganz persönlichen Wertvorstellungen. Ich habe Bräute kennengelernt, denen es ausschließlich ums Aussehen, den Prunk, die Schönheit und die tolle Deko ging. Die brauchten keinen Film von mir, sondern einfach nur schöne Fotos. Und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass die Paare, die in meinen Film investiert haben, zumeist Menschen waren, die Freundschaft und Zuneigung schon seit Jahren in ihre Familien und Freunde investiert haben. Und das wurde gerade bei ihrem Hochzeitsfest eben ganz besonders sichtbar und zeigte sich somit auch im Film. Ihre Hochzeit wurde zu keiner Präsentation oder Show, sondern zu einem echten Freudenfest und später am Abend zu einer genialen Party. Dass das Paar in meinem Film durch spezielle Linsen auch besonders hübsch aussieht, ist mit Sicherheit ein zusätzlich schöner Nebeneffekt. Aber vor allem sind die Paare darauf gespannt, das echte Leben, wahre Freude und begeisterte Gefühle wiederzuerleben. Mit anderen Worten ist ein Video in erster Linie professionell und dokumentarisch, könnt ihr euch das Geld sparen. Lässt euch euer Film aber einen der schönsten und wichtigsten Tage in eurem Leben tatsächlich immer wieder erleben, dann ist der Wert des Films mit Geld eigentlich nicht zu messen. Und das ganz egal, ob ihr ein Paket für 700 Euro oder ein Riesenpaket für 4000 Euro oder eines der vielen Möglichkeiten dazwischen gewählt habt. Vor allem dann, wenn ihr den Film vielleicht eines Tages mit euren eigenen Kindern schauen werdet. Die Frage ist also, was erwünscht ihr euch mit eurer Hochzeitsfeier? Und ganz, ganz wichtig, seht und vor allem sucht die Person, die eure Hochzeit filmt, nach diesen Momenten. If I can.
Zusammen ist man nicht allein. Komm, lass uns.
Eine Frage, die immer öfters gestellt wird, ist die, ob es nicht die Möglichkeit gibt, von den Lieblingsfilmszenen auch ein Foto zu bekommen. Nicht nur, dass das möglich ist, ihr könnt das sogar ganz einfach selbst machen. Denn jede Sekunde meines Films besteht im Einzelnen aus 50 Fotos. Ihr könnt also beim Anschauen des Rohmaterials an jeder Stelle Pause drücken und ganz einfach einen Screenshot machen. Das war's. Das Bild könnt ihr dann ausdrucken, per WhatsApp verschicken oder sogar online euer eigenes Album selbst gestalten. So unglaublich wie das jetzt klingt, euer Rohmaterial bietet euch tatsächlich über 1 Million Fotos an. Es ist echt begeisternd, was heutzutage technisch möglich ist. Ich hoffe, diese Filmaufnahmen haben euch inspiriert für eure eigene Hochzeit und euch ermutigt, ganz kühn eure eigene Geschichte zu schreiben. Ich würde mich echt freuen, von euch zu hören, von euren Plänen, von euren Ideen, von der Begeisterung eures Hochzeitstages. Ihr erreicht mich am einfachsten per E-Mail oder Telefon und bitte denkt dran, ich filme nicht nur in Deutschland, Luxemburg, Benelux-Staaten, sondern auch mehrere Monate im Jahr in den USA. Und deshalb kann es auch immer mal 1-2 Tage dauern, bis euch meine Rückantwort erreicht. Und denkt dran, fast alle Hochzeiten finden hier zwischen Mai und September statt. Das heißt, ich kann maximal 16 Hochzeiten filmen. Fragt doch deshalb einfach mal gleich ganz unverbindlich nach, ob euer Tag noch frei ist. Und gern gebe ich euch dann noch mehr detaillierte Informationen. Ich würde mich echt total freuen, euch kennenzulernen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. But you, when you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. Got this feeling. Got this.